Ich glaube, strategiemäßig waren wir auf jeden Fall auf der richtigen Seite, auch mit der Reifenwahl. Ich glaube, den einzigen Fehler, den wir gemacht haben, den habe ich selbst gemacht und das war der Start. Aber gerade im Zweikampf oder wenn du relativ nah hinter den anderen herfährst und merkst, du kommst nicht vorbei, macht es vielleicht manchmal mehr Sinn, vielleicht ein bisschen Abstand zu halten, um den Reifen länger am Leben halten zu können. Ich hatte den Fehler in Moskau gemacht, habe dadurch eigentlich meine Reifen früher wechseln müssen als geplant und dieses Mal habe ich eben versucht, die Herangehensweise zu ändern, habe versucht, ein bisschen Tempo rauszunehmen, habe mir das Ganze von hinten angeguckt, durch das wirklich die Führungsgruppe nicht wirklich wegziehen hat können, sondern sehr eng beisammen blieb, war das eben auch machbar und letzten Endes kam mir dann gut mit den Optionsreifen aus und dann, als wir auf die Standardreifen gewechselt haben, hatten wir eine sehr, sehr gute Balance im Auto, hatten eine sehr gute Performance und konnten tendenziell mehr pushen als die anderen. Ich muss sagen, wir haben uns wirklich sehr gut wieder zurückgekämpft, von 7 am Ende ganz oben zu stehen, die Ruhe bewahrt am Anfang des Rennens, sowohl ich als auch mein Team an der Boxenmauer und genau die richtigen Entscheidungen getroffen.